Nee, ich warte mal, bis da alles voll mit Gras ist, weil dann können wir gucken, wie das dann aussieht und dementsprechend noch ein bisschen nachbessern. Okay, wir brauchen mehr Holz. Aber wird doch schon. Also ich glaube, man erkennt's. Wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz brauchen wir für unseren Hafen. Da. La da. Du, di, du. Ich bin der Meister der halbfertigen Sachen. Ich sag's euch. In diesem Let's Play wird niemals etwas fertiggestellt werden. Niemals. Niemals. Nasenflöten-Solo. Und wir fällen wieder den ganzen Wald hier, nur um ihn wieder nachzupflanzen. Unser kleiner Bäume-Wald, obwohl ich würde hier... Ja, hier wäre eigentlich eine Waldhütte ganz geil. Zack, zack, flupp, flupp. Und worüber kann ich denn reden? Ich bin uns mal gerade beim Überlegen. Ich habe vor, ein neues Let's Play aufzunehmen. Habe ich am Anfang schon gesagt, also glaube ich. Aber
Jetzt kann ich drüber reden, denn wenn ich es aufgenommen habe, dann sollte diese Folge... Oh, wir nehmen gar nicht mal so lange auf. Diese Folge sollte in der Theorie erst oben sein, wenn das Let's Play schon läuft. Und wenn es nicht so ist, werde ich wahrscheinlich das Let's Play eh nicht in naher Zukunft aufnehmen. Oder es kommt bald, weiß ich nicht. Dann seid auf jeden Fall gespoilert. Ich würde gerne, jetzt sage ich schon wieder Delta Rune. Undertale. Ah, verflixt. So, Undertale würde ich gerne Let's Playen. Denn ich bin tatsächlich einer der wenigen Menschen... Ja, ich bin fürchterlich. Ich bin einer der wenigen Menschen, von denen, die Undertale noch nicht gespielt haben. Ich habe Undertale wirklich nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich kenne natürlich die Sans-Memes. Aber ich habe keine Ahnung, um was es in Undertale geht. Genau, um ehrlich zu sein. Und ich wollte nämlich, also ich hab mal ein bisschen nach Indie-Games geguckt und ich habe dann, mir wurde vorgeschlagen, Deltarune wurde mir vorgeschlagen. Und, ja, das habe ich dann daraufhin auch gesehen, ist halt kostenlos. Da haben wir aber okay. Warum nicht? Kann man ja anprobieren und das sollte anscheinend ja wie Undertale sein. So. Jetzt habe ich halt meinen Kollegen, ein Freund von mir, erzählt, ja, ich wollte gerne Deltarune aufnehmen. Allerdings steht am Anfang, dass man vorher Undertale gespielt haben sollte. Ich bin komplett falsch. Steht am Anfang, man sollte Undertale gespielt haben. Da habe ich ihn halt gefragt, ja, ist das wirklich so? Sollte man Undertale gespielt haben? Ist das wichtig? Und er sagte, ja, ist wichtig. Sollte man gespielt haben, sage ich, ja, okay, gut, ne? Und genau dann, als er sagte, so blink, ja, öffne ich Steam. Sie haben ein Geschenk in ihrer Bibliothek, Undertale. Hat er mir einfach Undertale gekauft, der Sack. So. Jetzt bin ich ein bisschen gezwungen dazu, das Let's Play aufzunehmen. Ich habe Angst davor. Ich hab wirklich Angst davor. Aber ich freue mich auch drauf. Ich freue mich mal drauf zu verstehen, warum jeder sagt, dass das so ein großartiges Spiel ist. Und nach Undertale kommt dann wahrscheinlich Deltarune. Weil, war ja eigentlich die Absicht, das zu spielen. Ah, verdammt. Ich gehe mal schlafen. Ins Haus regnet es einfach noch rein, auch da, wo wir schlafen. Ja, na doch, genau da, wo wir schlafen. Dach wäre schon so eine feine Sache, ne? Da unser... Oh, da war die Unterbrechung. Tja, und ich habe mich schon gefragt, wo sie ist. Ich bin immer noch überrascht, dass sie in Life is Strange nicht einmal passiert ist, glaube ich, zumindest. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Ich würde da dann dementsprechend auch so einen Kran bauen, aber ich muss sagen, ich würde da dann mal ein bisschen, ich würde dann gleich mal aufs Handy gucken bei Google. War da hinten nicht irgendwo ein Crafting Table? Ich würde dann nämlich mal das liebe Google-Line fragen, weil ich habe keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Kram baut. So, du kommst mal mit. Ich möchte hier nicht 20.000 Crafting Table haben. Hier ist nämlich auch einer.
Ich weiß auch noch nicht, was wir hier auf die Plattform machen. Häuser, glaube ich. Häuser wären zu klein. Ich wüsste nicht, wie ich da irgendwie ein Haus hinbekomme. Aber dann wäre das eben dementsprechend so, ne? So, zack. Und dementsprechend zu. Und dann machen wir das mit Stone Bricks, mit, ja doch, Stone Brick Stairs. Ich glaube, Stone Brick Stairs is the way to go. So, zack, zack, zack. Und dementsprechend hier dann Zäune hin. Kann man hier auf den Hafen, genau, machen wir denn hier auch sowas? Sieht schon schön aus. Gib mehr Details, mehr Details. Dann können wir nämlich hier nochmal eine Brücke rüberbauen und dann haben wir da drüben unser neues Gebiet. Dann können wir hier ein Dorf bauen. Und da ist ein Hund. Machen wir hier eine Brücke rüber? Aber wie schließen wir den Hafen dann ab? Schließen wir den hier mit... hiermit ab. I guess. Und dann hier dementsprechend auch nochmal so ein bisschen hafenmäßig. Hier kann dann ein Schiff rein. Ich sage jetzt mal, ich habe immer wieder so geile Buchten und denke mir, ach, ich baue da ein Schiff rein. Aber ich baue dann doch kein Schiff rein, weil ich keine Ahnung habe, wie man ein Schiff baut. Ich habe noch nie ein Schiff gebaut. Oh nein, oh ja. Ihr werdet's nicht. Ich glaube nur nein. Noch niemals ein Schiff gebaut. Was für ein Scheiß. Werde ich vielleicht ein bisschen was abbauen. Also ich glaube, ein Schiff und einen Kran würde ich mal abbauen. Da habe ich keine Ahnung von. Wie man da sowas baut. Ich habe keine Vorstellung. Ich glaube, meins wird so kacke aussehen. Und ich werde 10 Folgen brauchen. Einfach nur, um halbwegs was Schönes hinzubekommen. Das müsste ich dann halt vorbauen. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht, dass ich ein Gefühl für Schiffe habe. Das glaube ich nicht. Oh nein, oh nein. Kein Gefühl für Schiffelein. Da. Noch eine Brücke, oh wie fein. Ballern wir hier hinein. Eine schöne Brücke, das wird mal. Das 1 und 1, das hat sich nicht gereimt. Doch ist mir egal. Ich baue hier ein Regal. Stimmt zwar nicht. Aber du kleiner Wicht, bist du zum Entscheiden. Okay, wir machen hier 5. Gut, ich habe nur noch mal geguckt, wie wir hier das hier gebaut haben, diese Brücke. Und dann kommt dementsprechend so eine Brücke da hinten hin. Ah, es sieht schon schön aus jetzt, der Aufgang da. Dann kann man hier so hin. Müsste man eigentlich. Eigentlich müsste man. Bin ich verwirrt. Wir
kannst es eigentlich hier so auch herziehen. Wie machen wir das hier schön? Jetzt muss ich mal auf jeden Fall mal gucken, welche Ebene das hier ist. Wir sind hier auf 68. Da muss das da drüben auch mal alles auf 68. Aber perfekt, dass hier auch so ein Hügel ist, dass wir da perfekt dran anschließen können, ne? Ich meine ja nur, ich meine ja nur. Zack. Hier wäre dann dementsprechend 68, oder? Ja. Dann müsste hier die Brücke hin. Ich würde die eigentlich, ja, ich würde die hier machen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und zack, zack, zack. Aber wir haben noch ein Stack. Ich wollte hier eigentlich nur, also ich wollte hier eigentlich nur temporär hin. Ich wollte nämlich eigentlich hier so ein kleines Häuschen bauen. Da oben auf dem Berg und dann hätte ich gesagt, wir suchen uns was Neues. Tja, gut, na, ein bisschen schief gelaufen. Ein bisschen. Na super. Ja, ja. Warte. So. Ich hab die Playlist übrigens, also ich habe ja meinen Rechner neu aufgesetzt, habe mir gleich Fuba installiert und merke, dass ich vergessen habe, Ding auf Random zu stellen. Fuba. Den Player. Vergessen auf Random zu stellen und trotzdem kommt es mir vor, als höre ich die gleichen Lieder gleich oft, als wie wenn es auf Random ist. Oder ziehen wir da keinen Hafen? Mhm.